So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Beim Caster auf dem Kanal habe ich nämlich, glaube ich, gesehen, der hat Hummus getestet. Letztens bin ich im Edeka gewesen, aus Versehen, und dann habe ich Hummus gesehen und habe gedacht, okay, du kennst Hummus von deinem komischen Dönermann um die Ecke, der hat zur Vorspeise manchmal auch diverse Dips, wo auch Hummus dabei war, angeboten und so Brot und Zeugs und alles, was du dir das so drauf geschmiert hast. Aber ich habe selbst noch nie Hummus gekauft. Ich habe jetzt auch mal Hummus gekauft, inspiriert von Caster, sein Video aus dem Edeka. Wir haben hier zwei Sorten. Einmal den guten, gut und günstig. Einmal Hummus Natur, vegan. Und einmal Hummus pikant, aber auch von gut und günstig. Die möchte ich jetzt mal probieren mit diesem super Könner Balance Sandwich Brot. Und je nachdem, wie pikant der ist oder nicht, habe ich auch noch Fuego Jalapeno Sauce extra hot, dass man die auch noch drauf machen kann, wenn das nicht hot genug ist. Ich habe jetzt vergessen, mir einen Teller zu nehmen, aber das ist kein Problem. Wir tun erstmal die Hummus-Sorten hier so hin tun und die Soße dazu und dann testen wir Hummus. So, das muss reichen fürs Thumbnail. Adi, du hast gerade gefressen. Tun wir jetzt nicht hier rummachen, sonst muss ich die wegtun. Ich weiß immer noch nicht, was das eigentlich ist. Diese komischen Hasenboller, die da drin rumfliegen, weil die sind ja eh bei beiden. Kann man das mit essen? Ist das Abfall? Sind das Erbsen? Wahrscheinlich sind es einfach Erbsen, weil das wahrscheinlich alles Erbsenpüree ist. Einfach nur. Dann dachten sie sich, wir tun zum Erbsenpüree auch noch richtige Erbsen rein. Da freuen sich die Leute, das sieht dann nämlich richtig gut dekoriert aus. Ich lege das jetzt einfach mal hier hin. Ich mache das jetzt einfach mal hier auf. Dann rieche ich hier einfach mal da dran. Und es riecht irgendwie wie alter Schinken. Also wie so, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Wir werden auch da keine großen Faxen machen. Wir probieren einfach mal so eine Messerspitze auf dem Brot. Beißen mal ab. Jetzt wird es richtig toll. Ist frisch aus dem Kühlschrank, ist also kalt, sehr breich und mehlig, wenn man es mal so nennen darf. Es ist mehlig. Also ist als Brot auf Strich an sich vielleicht okay, aber irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig für mich, merke ich gerade. Ich bin mal gespannt, ob der Pikante, irgendwie nochmal mehr Geschmack hat. Die Konsistenz dürfte ja die gleiche sein. Vielleicht spricht mich der Pikante an. Machen wir uns mal den Pikante drauf. Der Pikante schmeckt eigentlich richtig gut. Muss ich sagen. Zubereitung aus Kichererbsen und Sesam mit Chili verfeinert. Und der andere natürlich nur Kichererbsen und Sesam. Jetzt würde ich gar nicht sagen, dass der Pikant irgendwie scharf ist oder sehr würzig oder irgendwie. Ich merke auch keine Chili. Der schmeckt eher so ein bisschen tomatenfruchtig. Sieht ja auch rot aus. Der ist halt einfach nur breich. Der ist breich, aber hat irgendwie eine fruchtige Tomatennote mit dabei, die ich ganz angenehm empfinde. Deswegen, den kannst du so essen, wie er ist. Der Natur wäre jetzt nicht unbedingt mein Favorit, aber wir haben ja noch die Option, wir können ja noch beide Sorten probieren. Mit einem Schuss Jalapeno Sauce, deswegen nehme ich mir nochmal hier von dem ersten. Man könnte auch denken, es ist Erdnussbutter. Hier einfach zack, auf das Brot. Einmal drauf geschmiert, hier die Jalapeno Sauce. Da wisst ihr nämlich dann, was mit Chilis verfeinert bedeutet. Wenn wir die Jalapeno Sauce hier drauf machen, haben also den Natur und tropfen da jetzt einfach ein bisschen davon drauf. Oha.
Jetzt ist der Natur natürlich richtig pikant. So kann man also auch den Natur essen. Ist mal eine gute Alternative, wenn ich Brot esse. Ich esse nämlich sowieso nie Butter unter dem Brot. Also unter der Wurst oder irgendwas. Leberwurst ist auf Dauer immer so fettig vielleicht. Scheibenwurst so aufdringlich. Käse ist so trocken nach nix, wenn du da keine Butter drunter machst. Das als Brotaufstrich geht schon klar. Du könntest bestimmt sogar, total widersprüchlich, das vegane Produkt als Brotaufstrich nehmen und dann Scheibe Wurst drüber. Und dann hast du ein schönes Wurstbrot, was nicht so trocken ist, mit anderem Zeugs unten drunter. Könnte ich mir sogar auch gut vorstellen. Jetzt wollen wir aber hier den Pikant. Eigentlich ist es eine Verschwendung, wenn du den Pikant aufs Brot machst und da noch irgendwelche Soße drauf, weil der hat an sich so eigentlich einen richtig guten Geschmack, ja. Sieht jetzt nicht appetitlich aus, aber er hat einen richtig guten Geschmack. Wir sauen trotzdem jetzt mal hier ein bisschen noch was drauf. 1, 2, 3, 4, 110.000, so. Vorsicht, dass es nicht runterfließt. Schmeckt sogar noch besser, da du ja hier im Prinzip nicht so wirklich Geschmack hast, aber dann einfach durch diese Jalapeno-Soße schmeckst, die ein bisschen essig, mäßig und scharf rüberkommt. Hier hast du diese Essigschärfe von der Jalapeno-Soße, aber trotzdem hast du diesen tomatenfruchtigen Geschmack, der von dem Hummus normalerweise ausgeht, auch noch hinterher. Ich kenne sonst niemanden großartig, der Hummus hier isst. Das heißt, ich kann da gemütlich mit dem Messer, mit dem Mund, mit der Katze überall rein. Und dadurch, dass ich die jetzt auf habe, kann ich jetzt einfach mal ungetrost nebenbei immer mal eine Scheibe Körner-Ballon-Sandwich essen mit Hummus. Das war nämlich das Problem. Ich gucke jeden Tag in den Kühlschrank, sehe die zwei Dinger, denke, boah, eigentlich hast du jetzt Bock, dir mal so eine Scheibe Brot zu machen. Aber nee, du wolltest die ja mal testen fürs Video, aber es ist mitten in der Nacht. Es ist 3 Uhr nachts. Da kannst du ja jetzt nicht hier Video machen, weil es ist alles dunkel. Licht gibt's auch nicht. Also musste ich jedes Mal warten, bis es tagsüber ist. Jetzt hat's gepasst. Tagsüber, ich hab's jetzt abgefilmt, ich hab's jetzt probiert. Und ich muss sagen, kann ich mir gut vorstellen, für zwischendurch einfach mal so eine Scheibe Brot für den kleinen Hunger. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Habt ihr schon mal Hummus getestet? Habt ihr schon mal Hummus probiert? Esst ihr ab und zu Hummus? Seid ihr Hummus-Esser, ja? Esst ihr ab und zu vegan? Kennt ihr noch andere Hummus-Sorten? Es gibt bestimmt viele Hummus-Liebhaber unter euch. Deswegen, und ich sage, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.